Wenn die Winzer ihre Türen und Tore öffnen und die Besucher zahlreiche Weine verkosten, dann ist es wohl wieder Zeit für die offene Kellertüre in Gumpelskirchen. Woher kommt denn diese Idee zu einer offenen Kellertür? Ja, jetzt im Herbst nach der Ernte, es gibt schon die allerersten Jungweine 2019 und wir wollen die Keller herzeigen und die Heugenlokale herzeigen hier in Gumpelskirchen in der Thermenregion und das ist immer eine nette Einladung für die Gäste, von auswärts zu kommen und Gumpelskirchen kennenzulernen. Die offene Kellertür lädt ein zum Verkosten der Weine von 15 Winzer in ganz Gumpelskirchen. Unsere Paradesorten sind speziell Rotgipfler Zierfandler, aber es gibt auch Welschriesling, Neuburger, Chardonnay, auch köstliche Rotweine und da hat man dieses Wochenende Gelegenheit, bei allen Winzern, die die Türe offen halten und die mitmachen, nach Lust und Liebe zu verkosten und gegen 20 Euro Weingutschein auch seinen Lieblingswein dann mit nach Hause mitzunehmen und ihn dort zu genießen. Warum haben Sie sich denn entschieden, hier mitzumachen? Für uns ist das natürlich selbstverständlich, als Betrieb in Gumpelskirchen, als Winzer auch an der offenen Tür teilzunehmen. Einfach für unsere Kunden da zu sein, für alle Weininteressierten das Sortiment des Jahres einfach präsentieren zu können. Es gibt den ersten Jungwein von uns, der Vorbote des 2019er Jahrganges. Dann geht es hin über unsere Rotgipfler Zierfandler Varianten, die ganz regional typischen Sorten für Gumpelskirchen, einzigartig, nur bei uns beheimatet, bis hin zu unseren Rotweinen, die auch bei uns bestens wachsen und gedeihen. Was macht denn den Gumpelskirchener Winzer aus? Gumpelskirchener Winzer macht aus, die Qualität, die er produziert, speziell die autochthonen Sorten Rotgipfel und Zierfandler. Wie sind denn die heutigen Weine? Sie haben ja auch schon ein paar probieren können. Die ich heute probiert habe, sind natürlich voll super, muss ich sagen. Und ich koste eigentlich immer nur Rotgipfel und Zierfandler, weil die mich am meisten interessieren. Wie wichtig, glauben Sie, sind solche Veranstaltungen, wo die Leute ein bisschen mehr über Wein erfahren können? Ja, das sind absolut wichtig, überhaupt hier bei uns in der Thermenregion. Und wir freuen uns immer, wenn auswärtige Gäste kommen und den Ort kennenlernen und dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht den Buschenschank besuchen. Wir kommen das dritte Mal und der Tag der offenen Kellertüren sind, ist eigentlich ein Pflichttermin. Das hat sich, ja, das gehört einfach dazu. Bei den Weinbauern direkt die Weine zu verkosten, das genießen wir einfach, das gehört zum Herbst dazu. Ja, wie gesagt, wir kommen schon einige Jahre hierher und wir genießen das einfach bei Hannes Hofer. Erstens die Spitzenweine hier, dann die familiäre Atmosphäre und das Umfeld ist einfach ganz herrlich. Gumpelskirchener Wein ist ganz was Besonderes, vor allem Rotgipfel und Zierfandler, unsere autochthonen Sorten, die nur hier aufgrund der Böden und der Witterung wachsen und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir hier in Gumpelskirchen so viele Betriebe haben, die diesen Wein auch anbauen. Was hoffen Sie, dass die Besucher mitnehmen von so einem Nachmittag? Erstens, dass Gumpelskirchen ein wunderschöner Ort ist, auch für andere Tage bei Sonnenschein, der hoffentlich heute noch kommen wird, zu spazieren im Anninger, das Anningergebiet zu genießen und die Buschenschank zu genießen.